Das, verehrte Zuschauer, war der Karl-May-Film Unter Geiern aus dem Jahre 1964. Unter der Regie von Alfred Vohrer spielten Pierre Brice, Stuart Granger und Gojko Mitic. Der nächste Karl-May-Spielfilm wird am zweiten Weihnachtsfeiertag, also am 26. Dezember um 17.15 Uhr gesendet. Sie sehen dann Der Schatz im Silbersee mit Lex Barker, Pierre Brice und Herbert Lom. Guten Abend, meine... Nun, lass mich mal sagen. Bitte sehr. Guten Abend, meine... Das habe ich ja schon gesagt. Mach doch mal. Guten Abend, meine... Wir haben einfach nicht so viel Zeit. Ja, ja. Also, guten Abend, meine... Beim Fernsehen ist jede Sekunde kostbar. Na, dann sag du's. Guten Abend, meine... Am 17. November sehen Sie Wim Tölke mit seiner Show Der große Preis um 19.30 Uhr im ZDF. Guten Abend, meine... Guten Tag, meine Damen und Herren. Die Obduktion der Leiche von Ingrid Schubert hat nach Angaben des Bayerischen Justizministeriums bestätigt, dass sich die 33-jährige Terroristin selbst das Leben genommen hat. Es gebe keine Anhaltspunkte für Fremdeinwirkung, heißt es in dem vorläufigen Bericht. Ingrid Schubert war gestern Abend in ihrer Zelle in der Vollzugsanstalt München-Stadelheim erhängt aufgefunden worden. Algerien lehnt den Wunsch Bonds ab, dass deutsche Grenzschutzbeamte Maschinen der Lufthansa vor dem Abflug aus Algier kontrollieren. Die algerische Regierung erklärte sich aber nach Gesprächen mit dem Bonner Staatssekretär Fröhlich bereit, in eigener Verantwortung die Sicherheitsvorkehrungen für deutsche Flugzeuge zu verstärken. In der Bundesrepublik wurde am heutigen Volkstrauertag der Toten beider Weltkriege und der Opfer der Gewaltherrschaft gedacht. Die zentrale Gedenkfeier des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge beginnt in einer Viertelstunde im Bundeshaus in Bonn. Bei den Tumulten auf dem Ostberliner Alexanderplatz Anfang Oktober sind nach einem Bericht des Spiegel 4 Polizisten ums Leben gekommen. Das Magazin beruft sich auf eine, wie es heißt, streng vertrauliche parteiinterne Information der SED-Führung. Bei Bombenanschlägen in Jerusalem sind 2 Menschen getötet und 5 andere schwer verletzt worden. Die Polizei hat mehrere Personen festgenommen. In den deutschen Mittelgebirgen wurde erstmals in diesem Herbst der Verkehr durch Schneefälle und Eis behindert. Die dünne Schneedecke blieb zwar nicht liegen, dennoch gab es zahlreiche Unfälle. Die Wetteraussichten wechseln bis stark bewölkt mit Regenfällen oder Schauern. Bei Temperaturen zwischen 5 und 9 Grad erneut Sturm, an der Küste Orkanböen. Die nächste Heute-Sendung um 19 Uhr.